Hallo, in diesem Video zeige ich dir meinen einfachen und schnellen Workflow, wie du mit Melodyne Vocals editieren kannst. Ich bin Philipp von audiophil.coach und ich möchte dir dabei helfen, besser im Aufnehmen und im Mischen zu werden. Einer der wichtigsten Schritte in der Musikproduktion ist und bleibt allerdings das Editieren. Und gerade bei Vocals solltest du diesen Schritt auf keinen Fall auslassen. Wenn dir dieses Video gefällt, vergiss bitte nicht, auf Gefällt mir zu drücken und den Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken, damit du auch in Zukunft keine Videos von mir verpasst. Prinzipiell gibt es mehrere Werkzeuge, mit denen man Vocals editieren kann. Die zwei wohl bekanntesten Vertreter davon sind Autotune und Melodyne. Ich verwende beide Plugins, allerdings zu unterschiedlichen Zwecken. Autotune ist vor allem für den typischen Hardpitch-Effekt bekannt, man kann aber auch noch einige coole andere Effekte damit machen und natürlich automatische Tonhöhenkorrekturen damit durchführen. Melodyne verwende ich eher für die Dinge, die man im Nachhinein nicht hören soll, also um schiefe Töne gerade zu biegen und im Extremfall sogar Sängerinnen und Sänger erträglich zu machen, die es sonst nicht so genau nehmen mit der Intonation. Autotune verwende ich also eher für die Effektsektion und Melodyne für die unaufdringlichen Edits. Das Tolle an Melodyne ist, dass man Zugriff auf jeden einzelnen Ton hat und nicht nur die Tonhöhe, die Tonlänge und die Lautstärke manipulieren kann, sondern auch die Übergänge von einem Ton zum nächsten und man kann auch starke Vibratos ein wenig entschärfen und in der Vollversion kann man sogar mehrstimmiges Material wie Klavier und Gitarre bearbeiten. Das ist alles wunderbar, aber gleich wie bei jedem Werkzeug, das sehr viele Funktionen hat, kann auch Melodyne am Anfang ein wenig unübersichtlich sein und man weiß oft nicht, wo man beginnen soll. Deshalb zeige ich dir jetzt meinen einfachen Workflow, wie du mit ein paar Mausklicks perfekt intonierte Vocals hinbekommst. Ich habe hier eine Session von der Band Lika geöffnet, mit ihnen habe ich heuer ein Album produziert. Wenn es euch gefällt, schaut mal auf Spotify vorbei, ich gebe einen Link in die Beschreibung. Danke jedenfalls, dass ich den Song für Demozwecke verwenden darf. An dieser Stelle muss ich auch gleich sagen, dass ich Melodyne hier wirklich nur zum Feinschliff einsetze, weil die Sängerin Lisa Raffert zu meinem Glück sehr gut intonieren kann und kaum Töne daneben sind. Mein Workflow verändert sich dadurch aber nicht, wenn bei einem anderen Projekt die Töne weiter daneben sind, mache ich einfach größere Korrekturen. Ich verwende hier wie immer Pro Tools, aber Melodyne funktioniert auch in allen anderen gängigen DAWs. In Logic und Studio One haben sie jetzt sogar vor kurzem ein geniales Feature gemacht, sodass man die Audio-Files nicht mehr manuell in Melodyne reinladen muss. Das funktioniert in Pro Tools leider nicht. Liebe Entwickler von Melodyne, wir würden uns sehr freuen, wenn es diese Funktion auch in Pro Tools geben würde. Solange das noch nicht so funktioniert, müssen wir die Files manuell reinladen. Da gibt es aber auch einen Hack, mit dem das viel schneller geht und das zeige ich dir gleich im Anschluss. Bevor ich das Audiomaterial reinlade, kombiniere ich, wie du hier siehst, die besten Takes zu einer durchgehenden Spur. Und hier unten in der Playlist-Ansicht siehst du die ganzen einzelnen Takes. Wenn das alles passt, nicht vergessen, Fades zu machen und dann sind wir auch schon bereit, um das Ganze in Melodyne reinzuladen. Wir öffnen hier mal Melodyne. Der langsame Weg, um jetzt diese Audio-Files hier in Melodyne reinzubekommen, wäre, dass wir hier auf den Transfer-Button klicken und alles in Realtime runterlaufen lassen. Doch um Zeit zu sparen, zeige ich dir jetzt einen Hack, wie das Ganze viel schneller geht. Dazu müssen wir erstens den ganzen Bereich, den wir da drinnen haben wollen, markieren. Dann gehen wir hier herüber zum Spurheader und klicken mit der rechten Maustaste auf den Spurnamen und gehen hier auf Übernehmen. Hier ist wichtig, dass wir auf Edit-Auswahl gehen, sonst nimmt es die ganze Spur. Und eine wichtige Sache ist hier noch, dass bei Quellspuren keine Aktion ausgewählt ist. Und wie du jetzt siehst, hat Melodyne hier die ganze Spur hinein importiert. Was wir jetzt machen müssen, durch diesen Hack, den wir angewandt haben, hat es jetzt automatisch hier diese Spur übernommen und diese müssen wir jetzt natürlich löschen, brauchen wir nicht. Weg damit. Jetzt haben wir Zugriff auf sämtliche Tonhöhen und auch alle anderen wichtigen Parameter, die wir brauchen, um diese Stimme perfekt vorzubereiten. You showed up just in time to remind me of why.
Okay, und wie du hörst, stimmt das Ganze eigentlich schon von Haus aus sehr, sehr gut und wir erkennen auch hier an der Piano-Rolle, dass kaum Töne auch nur einen Millimeter daneben sind. Aber wie gesagt, wir machen jetzt gemeinsam den Feinschliff, den wir trotzdem auch bei gut intonierten Vocals machen sollten, um einfach noch das letzte Prozentchen an Perfektion herauszuholen. Um hier besser navigieren zu können und immer zu wissen, wo ich gerade bin, habe ich immer die Spur, die ich gerade in Melodyne bearbeite, hier oben als erste Spur und ich kann hier dann überall hineinklicken, je nachdem, welche Stelle das ich bearbeiten will. Wir fangen mal von vorne an. Wenn du nur eben zwischendurch mal ganz schnelle Korrekturen machen willst, dann würde ich dir empfehlen, dass du das folgendermaßen machst. Du markierst einfach alle Blobs und gehst hier oben auf diesen Button und hier kannst du den Tonhöhenschwerpunkt und du siehst schon, alle Töne, die ein wenig daneben sind, werden automatisch dorthin gerückt, wo sie hingehören. Und mit diesem Regler kannst du hier, der Nachteil bei dieser Variante ist, dass auch Töne korrigiert werden, die eigentlich keiner Korrektur bedürfen und deshalb verwende ich diese Funktion eigentlich sehr selten bis gar nie. Und mache das manuell mit meinem einfachen Workflow, der auch sehr schnell geht, den ich dir jetzt zeige. Zum einfachen Hinein- und Hinauszoomen verwende ich Command und Alt. Dann kommt dieses Lupensymbol und dann können wir sowohl horizontal als auch vertikal in das Projekt hineinzoomen. Eine Sache, die ich immer zuerst mache, ist, Noten zu trennen, die von Melodyne nicht richtig erkannt wurden, wie zum Beispiel hier. Hier siehst du, es ist ein Blob, in dem die Melodie nach oben geht und dann hier nach unten. Das ist in der Praxis aber so, dass hier zwei Töne sind, die wir getrennt bearbeiten wollen. Deshalb gehe ich hier auf das Notentrennwerkzeug und trenne diese Blobs dort ab, wo diese Linie genau in der Mitte ist. Da schauen wir jetzt mal grob drüber und machen das überall, wo ich mir denke, dass das der Fall sein könnte. Dadurch ändert sich vom Sound her noch gar nichts und wir ändern auch keine Töne damit. Es ist einfach nur von der Oberfläche her eine andere Ansicht und eigentlich noch gar keine Bearbeitung. Wir werden jetzt hier noch gar keinen Unterschied hören. Okay, und das war's auch schon. Okay, wir bleiben mal hier bei dieser ersten Phrase. Jetzt gehe ich auf das Tonhöhenwerkzeug. Und mit einfachem Doppelklicken werden die Blobs dorthin gerückt, wo sie hingehören. Hier sehen wir zum Beispiel, der erste Ton ist ein wenig zu hoch, kaum hörbar eigentlich, aber wir korrigieren es trotzdem mal. Und du siehst schon, die Töne springen nur ein ganz klein wenig nach oben und unten. Oh, what a shame.
Hast du gesehen, wie ich hier gerade einfach on the fly die Töne korrigiert habe, bei denen ich gesehen habe, dass sie ein bisschen oben und unten sind? So kann man eigentlich mega schnell die Korrekturen machen. Wichtig ist nur, dass man nachher nochmal Kontroll hört und auch sieht, ob man hier keine Töne verbogen hat, die eigentlich eh gut gepasst haben. Okay, jetzt stimmen die Töne schon mal sehr, sehr gut. Einen kleinen Trick, den ich dir jetzt noch verrate, ist, wie man Vibratos entfernt und auch Töne bearbeitet, die im Laufe des Tons höher oder tiefer werden, wie zum Beispiel hier. Okay, dieses I zieht ein wenig nach oben. Was wir jetzt machen können, wir wechseln auf das Tonhöhenmodulationswerkzeug und machen den Verlauf des Tons ein wenig flacher. Was ich sonst immer noch mache, wenn ich dieses Werkzeug anwende, ist, dass ich den Ton vorne und hinten mit dem Notentrennwerkzeug trenne, damit ich wirklich nur die Mitte des Tons glatt bügle und den Übergang zum nächsten Ton nicht beeinflusse. Dadurch klingt das wesentlich natürlicher. Also hier nochmal auf das Tonhöhenmodulationswerkzeug. Hier beim letzten Ton machen wir auch dasselbe. Nur, dass wir hier nur vorne abtrennen müssen, weil da hinten eh nichts mehr kommt. Und das war auch schon mein einfacher und schneller Melodyne-Workflow, den ich bei 99% meiner Produktionen anwende. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen und du kannst die Welt jetzt vor falschen Tönen bewahren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du es ja mit jedem teilen, der schiefe Töne singt. Ich freue mich auch über jedes Like und über jedes Kommentar und besonders, wenn du meinen Kanal abonnierst und auch beim nächsten Video wieder dabei bist. Danke fürs Zusehen, bis bald!